Moin moin und herzlich willkommen zu Jack the Lions 2. Lange versprochen, nun endlich da. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand überhaupt drauf freut oder drauf gehofft hat, ich weiß es nicht. Ja, Jack the Lions, wer es nicht kennt, es handelt sich dabei um ein Militär-Taktik-Shooter sozusagen, ein Strategiespiel, bei dem wir ein Squad von mehreren Leuten, man kann jetzt keine genaue Anzahl sagen, denn man kann nachher mehrere Gruppen bilden, auf jeden Fall leiten und wir sollen ein fiktives Land vor einer bösen Diktatorin namens Dade Runner befreien. Und ich denke, wir starten einfach mal ins Spiel. Ich spiele immer gerne als, naja, Einsteiger, weil ich habe ehrlich gesagt dieses Spiel noch nie durchspielen können. Ich bleibe immer irgendwo hängen. Ich hoffe allerdings, das ändert sich jetzt mal mit diesem Let's Play, weil der Anreiz ist natürlich dann noch etwas größer, das auch wirklich durchzuschaffen. Sonst ist es echt peinlich. Allerdings ist es so, dass sobald mir einer meiner Teamkameraden wegstirbt, ich konsequent neu laden werde. Es gibt zwar in-game so etwas dann auch wie Beerdigung und so, das müsste man dann aber wieder neu bezahlen. Und ich habe mir das ein bisschen von meinem Vater so abgeguckt, weil der hat dieses Spiel wirklich tausendfach gespielt. Also sowohl diesen Teil wie den Vorgänger, wie die Add-ons zu dem zweiten Teil. Er hat den dritten Teil, glaube ich, nicht angerührt, weil der einfach... Ich weiß nicht, ihr könnt dieses Spiel nicht in 3D machen. Es geht einfach nicht. Die hätten es einfach in 2D lassen sollen. Ich finde immer noch, für Strategiespiele lohnt sich einfach nicht, auf 3D umzusteigen. Auch wenn das jetzt hier der moderne Standard ist, geht einfach nicht. So, wie gesagt, also wenn mir jemand wegstirbt, ich werde konsequent dann neu starten. Was natürlich dazu führen könnte, dass ich wirklich irgendwann irgendwo hängen bleibe. Wenn es dann soweit ist, tut es mir jetzt schon leid. Wie gesagt, wir spielen auf Einsteiger, Profi und alte Hase sind natürlich jeweils schwieriger. Ich glaube sogar, die Gegnertypen sind von Anfang an schwerer und besser ausgerüstet. Wir spielen natürlich ohne Zeitlimit, denn das wäre einfach noch extra schwer. Und warum sollte ich auf extra schwer spielen, wenn ich als Einsteiger spiele? Wir spielen allerdings mit zusätzlichen Waffen und auf realistisch, denn ich habe keine Lust, dass meine Minen nachher von irgendwelchen Sci-Fi-Monstern überlagert werden. Weil wir werden einfach innerhalb des Spiels sowieso schon genug zu tun haben. So, sie haben sich für den Einsteigermodus entschieden. Dies ist die passende Einstellung für Spieler, die noch nie zuvor Jack the Lions oder ähnliche Spiele gespielt haben. Oder für Spieler, die sich ganz einfach kürzere Schlachten wünschen. Wie mir. Ihre Wahl wird den Verlauf des gesamten Spiels beeinflussen. Treffen Sie also eine sorgfältige Wahl. Sind Sie ganz sicher, dass Sie im Einsteigermodus spielen wollen? Na gut, mal schauen, was er mir sagt, wenn wir Profi wählen. Sie haben sich für den fortgeschrittenen Modus entschieden. Und hey, bei diesen alten Spielen muss man den sogar nicht extra bezahlen. Wie bei Metro, dem neuen Teil. Sein Mann hat vorbestellt. Dies ist die passende Einstellung für Spieler, die bereits Erfahrung mit Jack the Lions oder ähnlichen Spielen haben. Ihre Wahl wird den Verlauf des gesamten Spiels beeinflussen. Bla 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 bla. Okay, also ich habe zwar schon Erfahrung mit dem Spiel, aber ich weiß halt aus Erfahrung, dass ich das nicht mal auf Einsteiger so richtig gut hinkriege. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal da. Ja. So, und ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass die Anfangssequenz kommt. Wow, Handy hätte ich vielleicht ausmachen sollen. Ich glaube, ich kriege gerade eine SMS. Das kommt jetzt auch noch perfekt dazu. Wir sind wirklich gut vorbereitet hier. Also, ich hatte eigentlich gehofft, dass hier das Intro kommt. Tut mir jetzt echt leid, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen abgelenkt war. Aber, alles studentische Angelegenheiten hier. Intro trifft man nämlich auf N... Oh Gott, wie hieß er jetzt? Enrique? Oh, Enrico? Irgendwie so. Der uns halt Geld gibt und sozusagen anheuert, sein Land vor dieser Dade Runner zu befreien. Das steht jetzt auch nochmal hier in den ganzen E-Mails drin. Sie kennen mich nicht, aber man hat mir gesagt, sie wären in der Lage, mir zu helfen. Ich wünsche es nicht, Einzelheiten über mein Anliegen in der elektronischen Post zu erörtern und frage sie, ob sie sich mit mir treffen könnten, sobald es ihnen möglich wäre. Hochachtend, Enrico Schivaldori. Genau, Enrico Schivaldori. Und wir treffen uns dann eigentlich im Intro dann mit ihm, bla 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 bla.
Die brauchen wir jetzt nicht durchlesen. Damit können wir uns gleich einen eigenen Charakter bauen. Das geht nur einer. Wenn ihr das ganze Spiel, so wie mein Vater, das umändert in den Dateien, gibt es sogar die Möglichkeit, unendlich viele, glaube ich, oder bis zu 6 Leute selber zu erstellen. Der Clou dabei ist, dass die Selbsterstellten euch nichts kosten, während normale Söldner euch pro Woche oder pro Tag, lasst mich kurz überlegen, pro Tag, glaube ich, sogar Geld kosten. Geld haben wir momentan 45.000, was nicht wirklich viel ist. Geld kriegen wir nachher durch Minen. Das seht ihr dann aber noch alles. So. Wir machen deswegen erstmal BSE. Wir kriegen nämlich einen Code und wenn ich mich recht erinnere, ist das dieser hier. Daran sieht man auch, wie oft ich dieses Spiel schon gespielt habe und ich habe es nie durchgekriegt, dass es eigentlich echt traurig ist. So, wir werden wahrscheinlich den ganzen ersten Part damit verplempern, jetzt dieses ganze Zeugs hier zu machen. Das heißt, wenn euch der Anfang nicht interessiert und ihr eigentlich nur Gameplay sehen wollt, dann am besten ab Part 2. So, wir können uns erstmal einen Namen geben. Spinn von Spinnifred zum Beispiel. Und einen Spitznamen. Passt nicht ganz. Gut, dann lassen wir es bei Spinnen. Ich habe mich sonst normalerweise, wir spielen häufig auch Mariposa Nocturna als Spitzname, aber das ist hier leider zu lang und wir sind natürlich weiblich. Danke, liebes Spiel von 1999, dass wir diese Möglichkeit haben. So, und jetzt geht es nämlich an den psychologischen Test, der dafür da ist, eure Fertigkeiten zu bestimmen. Das heißt, je nachdem, was ihr antwortet, habt ihr nachher andere charakterliche Eigenschaften. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr schießwütig werdet. Das heißt, dass es mitten in einem Gefecht dazu kommen kann, dass ihr absolut durchdreht und wild um euch rumballert, was natürlich keiner wirklich möchte. Andererseits gibt es auch so Fertigkeiten wie mit Wurfmessern werfen können oder ein Nachtsichtgerät von Anfang an haben, worauf ich es eigentlich immer abgesehen habe. Es ist also schon ganz schön. Außerdem sind die Fragen mitunter einfach total geil. Als Kind war folgende Person ihr Vorbild: Lara Croft, Madonna, Michelle Yeoh, Catwoman, Johanna von Orleans oder der Bundeskanzler. Okay, ich denke mal, Catwoman hat dann etwas mit Geschmeidigkeit zu tun. Lara Croft wahrscheinlich was mit Schießeisen. Johanna von Orleans war, wie wir wissen, eine Frau in Rüstung, hoch zu Ross und hat irgendwie gegen irgendwas gekämpft, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. Hat die nicht irgendwie einen befreit? Hat sie gegen, für die Franzosen gegen die Engländer? Ich weiß es nicht mehr genau. Geschichte und so. Ja, Madonna, nein. Und der Bundeskanzler ganz bestimmt auch nicht. 1999, wer war das denn? War das schon Schröder oder war es noch Kohl? Ich weiß es nicht. Wir nehmen aber mal Lara Croft als Antwort. Es sind insgesamt 16 Fragen. Deswegen sage ich, der erste Part wird wahrscheinlich nur dieses Gelaber hier sein. Sie stehen in der Schlange vor einem Zirkus und sehen einen Punker, der mit Pfeilen auf Luftballons wirft. Er wirft dreimal daneben und zahlt noch einmal. Er hat euch offenbar auf den wertvollen Hauptpreis abgesehen. Ein goldener Nasenring für seine Freundin. Ja, Klischees sind in diesem Spiel auch super. Werden wir später wahrscheinlich noch sehen. Sie beobachten das Ganze 20 Minuten lang und werden immer ungeduldiger. Weil sie ein guter Dartwerfer sind? Erstens geben sie ihm spontan etwas Nachhilfe und zeigen ihm, wie man den Pfeil richtig wirft. Was wahrscheinlich gut ist für Führungskraft, allerdings weiß ich ja, dass wir später Führungskraft und all den ganzen Scheiß noch mit Schiebereglern selber einstellen. Werfen sie unbemerkt Pfeile über seine Schulter, sodass er den Preis gewinnt. Schnappen sie sich einen kettenbehangenen Hals und rammen seine brettharten lila Haarspikes in die riesigen Luftballons, die er anscheinend anders nicht treffen kann. Fragen Sie den zweiten Budenbesitzer freundlich, ob er sich vielleicht einen Moment von seinem Sixpack trennen könnte, damit Sie auch mal spielen können. Gut. Konflikt scheuen, selber was werfen oder Nachhilfe geben. Auch wenn ich 3 ziemlich lustig finde, möchte ich natürlich nicht, dass ich nachher ein gewalttätigen, durchgeflipptes Individuum werde. Daher nehmen wir jetzt mal spontan Nummer 1. Mit Erstaunen beobachten sie, wie jemand 1 Million Dollar in einem Schließfach am Bahnhof deponiert. Als er mit dem Schlüssel weggeht,
sind sie in einem Dilemma. Sie warten, bis die Luft rein ist, öffnen das Fach und nehmen das Geld. Sorgen selbst dafür, dass die Luft rein ist. Was soll's, es geht um eine Million. Die schießen das Schloss auf, verlassen ganz cool den Bahnhof und lassen dann mal so richtig die Sau raus. Folgen ihm, lauern ihn auf und schnappen sich den Schlüssel und alles, was er sonst noch bei sich hat. Zum Beispiel die Schlüssel zu anderen Schließfächern. Vermuten, dass etwas Illegales im Gang ist, rufen die Polizei und hoffen auf eine kleine Belohnung. Es sollte nicht schwer sein, herauszufinden, was wir hier nehmen. Nicht wahr? Also nehmen wir das da. Ob hier das Richtige anklickt? Ja. So, stellen Sie sich vor, Sie würden in Tennessee leben. Fällt mir jetzt etwas schwierig, aber gut, wir leben in Tennessee. Und hätten einen Pickup. Okay, wir haben auch noch einen Pickup. Wir sind in Tennessee und haben einen Pickup. Was würden Sie hinter der Heckscheibe haben? Oh, das weiß ich ganz genau. Ein paar halbautomatische Jagdgewehre gegen diese echt aggressiven Rehe. Ja, das könnte man hier übrigens auch gut gebrauchen, mit diesen echt aggressiven Rehen. Ein Peace-Zeichen? Ja, bestimmt nicht. Die Südstaatenflagge? Nein. Ein Aufkleber, auf dem steht, hupen Sie ruhig weiter, ich lade nach. Eine Kombifigur mit zwei alten Pistolen in den Worten, hau ab, in blutroter Schrift darunter. Weil ich auf Comics stehe. Die Maus mit dem Elefanten. Wir sagen hier nicht, um welche Maus und welchen Elefanten es gibt. Aber man sollte die beiden nutzen, um Kinder Wertebildung und Sachwissen zu vermitteln. Am nächsten Baum aufhängen und erschießen. Am nächsten Baum aufhängen, erschießen, vierteilen und überfahren. Nein. Eine Fangfrage. Sie sind allein zu Hause und schlafen bereits, als sie plötzlich unten ein Geräusch hören. Jemand bricht in ihr Haus ein. In der verbleibenden Sekunde zwischen Aufwachen und Herzanfall greifen sie nach dem Telefon und rufen die Polizei. Was machen sie dann? Sie schreien sich die Lunge aus dem Hals, bis ihre Stimmenbänder reißen. Sie greifen nach einem Messer, hasten nach unten und stellen den Einbrecher. Sie bleiben am Telefon und verstecken sich unter dem Bett. Das würde ich höchstwahrscheinlich tun. Allerdings befindet sich mein Telefon in dem Wohnzimmer, was direkt an den Mini-Flur grenzt, der gerade mal 1 Quadratmeter groß ist, wo der Einbrecher wahrscheinlich gerade reingekommen wäre. Ja. Ein Messer hätte ich zum Beispiel auch nicht parat. Und schreien würde mir wahrscheinlich nichts bringen. Nachdem wir festgestellt haben, dass sie in einer Falle sitzen, bleibt ihr nur noch der Sprung aus dem Fenster im 2. Stock. Kommt dem schon ganz nah, ich wohne allerdings im 3. Stock und nein, ich würde es nicht überleben. Sie schnappen sich ihr Gewehr, ballern durch den Fußboden nach unten und brüllen, yeah, wie gefällt dir das, Bursche? Gut, würde ich nach unten schießen, würde ich den Professor, der unter mir wohnt, wahrscheinlich treffen. Allerdings habe ich den Typen, seit ich hier wohne, noch kein einziges Mal getroffen. Wahrscheinlich ist er sowieso schon hinüber. Was nehmen wir denn mal Schönes? Ich denke, wir nehmen uns das Messer und stellen den Einbrecher. Denn wir sind schließlich in diesem Spiel ja jemand, ein Söldner, der hier gleich ein Land befreien will. Und ich denke, es kommt nicht so gut, sollten wir nur rumschreien bzw. unter ein Bett verstecken. Ich glaube, dann haben wir unseren Beruf irgendwie verfehlt. Sie sehen, wie ein Army-Store geplündert wird. Sie werfen alle Moralvorstellungen über Bord, denken, es ist ihr Glückssack und machen mit. Es sind aber nur noch 4 Sachen da. Sie greifen zu und rennen weg. Was haben sie mitgenommen? Ein nagelneuer Computer, aber natürlich fehlen die nötigen Handbücher. Nein. Ein Satz Outdoor-Messer mit dem speziellen Schnitz- und Schlitzklingenset. Ein Nachtsichtgerät, ja. Mit dem dazugehörigen illustrierten Handbuch Das Tageslicht, die unnötige Gefahr. Oder Bob, den Nachtwächter, mit ziemlich viel Klebeband umwickelt, sonst aber okay. Bob nehme vielleicht als zweites mit, nachdem wir das Nachtsichtgerät auf den Kopf gestülpt haben. Sie bewerben sich bei einem Metzger, die Frage ist so geil. In dem verzweifelten Versuch, die anderen Bewerber auszustechen, übrigens schöne Wortwahl, Metzger und ausstechen, demonstrieren sie ihr Geschick im gleichzeitigen Gebrauch zweier Klingen, nehmen sie es mit der Wahrheit nicht so genau und geben ihm etwas von ihrem Job als Vorarbeiter im Schlachthof zum Besten, er steht nicht in gelben Seiten, erscheinen sie gut gekleidet in der Überzeugung, der richtige Kandidat zu sein oder üben sie schon mal an einem der wichtigsten Schnitte an den Haustieren ihrer Nachbarn. Auch das wäre hier möglich. Okay, Nummer 1 ist natürlich, glaube ich, dann nachher die Fähigkeit, na, mit 2, wobei, kann man diesem Spiel überhaupt 2 Waffen gleichzeitig? Ja, kann man. Man kann, glaube ich, 2 Pistolen gleichzeitig und sowas. Also das wäre schon mal dafür.
Ich weiß allerdings nicht, ob sich das dann. Man kann nämlich, glaube ich, nur eine besondere Fertigkeit aus diesen Fragen herausnehmen. Das heißt, wenn ich das jetzt wahrscheinlich nehme, könnte es sein, dass das dann mein Nachtsichtgerät weglöscht. Falls das nicht so ist, dann habe ich die letzten paar Jahre immer in einem Irrglauben gelebt und dann sagt es mir bitte in den Kommentaren. Wir entscheiden uns aber mal für das Langweiligste und erscheinen einfach gut gekleidet. Ihr Mann sollte schon seit 3 Stunden zurück sein und hat sich noch nicht gemeldet. Sie merken es gar nicht, gehen zu Bett und schlafen endlich mal wieder gut. Vermuten, er hat eine andere, wahrscheinlich eine stramme 18-jährige Lolita. Oder wir laufen Trampelpfade in unseren Wohnzimmerteppich. Wenn ich es gar nicht erst merken würde, wäre es allerdings auch schlecht. Das spricht nicht gerade für meine Aufmerksamkeit. Was in meinem Beruf dann ja auch irgendwie scheiße wäre. Das heißt, wir schlafen einfach mal endlich wieder gut. Sie wohnen neben einem Verbindungshaus für Frauen. Nach zig wilden, lauten Partys stellen sie fest, dass sie dafür langsam wirklich zu alt sind. Fragen sie sich allmählich, was ihr Mann wohl gemeint hat, als er sagte, er gibt den armen Mädels nur ein bisschen Nachhilfe. Ja, aber wenigstens schlafen wir ja gut, wenn er gerade nicht da ist. Bestechen sie den Klempner, damit er die Abwasserleitung mit der Zapfanlage verbindet und gut sichtbar einige Guinness-Schilder anbringt. Ja. Tun sie gar nichts, weil sie Angst haben, dass die Studenten Gott weiß, was mit ihrem Auto anstellen, wenn sie die Polizei rufen. Sehr wahrscheinliche Möglichkeit, aber wir engagieren den Klempner. Weil die hinterhältige Art liegt uns Frauen einfach. Sag ich jetzt einfach mal klischee-mäßig. Nein, aber das ist einfach am coolsten, finde ich. So. Sie fahren in ihrem neuen Sportwagen auf der Landstraße vor sich einen unverbesserlichen Sonntagsfahrer, der ungefähr minus 5 Kilometer pro Stunde fährt. Was äquivalent ist für alte Männer mit Hut. Ja, wenn ihr vor euch ein Auto habt, wo ein alter Mann mit Hut am Steuer sitzt, ist es schon gelaufen. Ich meine, ich bin ja einiges gewohnt, so vom Land auf Landstraßen, eigentlich immer irgendein scheiß Trecker vor dir. Und gerade auch genau in einem Gebiet, wo du nichts überholen darfst, nicht mal den Trecker. Daher bin ich ja Geduld gewohnt. Aber alte Männer mit Hüten, ne? Also stellen wir uns vor, dass sie eher wie Raketenwerfer drücken, sie Kurse in richtig Fahren auf der Autobahn geben könnten, wobei wir uns auf der Landstraße befinden und nicht auf der Autobahn, sie den Vordermann wesentlich schneller durch den Verkehr schieben könnten. Ja, vorstellen könnte ich mir das. Jeder Fluch, den sie ausstoßen, laut aus der Stereoanlage in dem anderen Auto zu hören sein müsste, das ist auch cool. Der kosmische Todesstrahl, den Mann von der Straße fegt, wo dieser dann von Michael Schumacher geohrfeigt wird. Ja, ich finde das auch am schönsten, auch wenn das wirklich gut klingt, aber Schumis Zeiten sind auch schon lange hinüber. Eigentlich verabscheuen sie ja Gewalt, aber für den folgenden Kampf würden sie $1000 locker machen. Jackie Chan gegen Jean-Claude Van Damme, Crocodile Dundee gegen Tarzan, Barbie gegen Godzilla, Waffenlobby gegen Friedensaktivisten, was ziemlich fies wäre, Mike Tyson gegen den unglaublichen Hulk, Bill Gates gegen Robocop, Trapper Tony gegen irgendjemanden Strunz. Nein, wirklich, ich verabscheue Gewalt. Das wäre auch irgendwie und ich weiß, ich nehme eigentlich immer Barbie gegen Godzilla. Ich weiß auch nicht warum. Aber hier, Hulk gegen Tyson wäre auch lustig. Oh Gott, wir sind gleich durch, Leute. Also, großen Respekt, wenn ihr diesen ersten Part durchgehalten habt, wo es echt nur hier rumgeht. Jeden Sommer denken sie das. Und das ist mehr, als sie zu jeder anderen Jahreszeit denken. Ihre Kinder sie jeden Moment vollends in den Wahnsinn treiben werden. Der Modetrend weniger ist mehr, doch eine feine Sache ist, es viel zu heiß ist. Ah. Ich denke, jeden Sommer ist es viel zu heiß. Ich bin nämlich ein Winterkind. Ich hasse den Sommer. Ich mag ihn nicht. Sie schrecken vor nichts zurück, außer in einem kleinen Flugzeug, das seit 2 Stunden Warteschleife fliegt, am Fenster zu sitzen. Da kann der Kapitän noch so oft betonen, dass noch genug Treibstoff da und das Wetter gut ist. Erinnert uns ein bisschen an Stirb langsam 2. Sie schrecken vor nichts zurück, außer zuzugeben, dass sie einmal nur ein einziges Mal auf eine Comicfigur scharf waren. Nein, das gebe ich freiwillig zu. Eine Woche zu Fuß durch die Wüste zu laufen, auch dann nicht, wenn am Ende ihr Traum und auf sie wartet. Softwareentwicklung.
Sie schrecken vor nichts. Oh. Ja, Softwareentwicklung ist jetzt auch nicht gerade so. Das ist super schön, musste ich allerdings auch noch nicht so genau machen. Mir hat allerdings schon gereicht, im Laufe des Studiums mal eine Internetseite erstellen zu müssen. Ziemlich zum Kotzen. Allerdings habe ich auch keine Angst vorm Fliegen. Und ich sitze immer am Fenster, wenn ich denn mal fliege. Komm, ich fuge. Nö, aber hier Wüste laufen finde ich nicht so toll. Wenn Sie Fußballprofi wären, wären Sie bekannt dafür, präzise Pässe zu spielen, schöne Tore zu schießen, einen gewaltigen Schuss zu haben. Sehr lustig nachher im Spiel, wenn ihr einen gewaltigen Schuss habt, kann es mal dazu kommen, dass die Köpfe explodieren. Sehr lustig. Ständig mehr Geld zu verlangen, ich meine, wer kann heutzutage schon mit nur 1 Million pro Jahr zurechtkommen? Der Bundespräsident bestimmt nicht. Nein, aber wir sind da für präzise Pässe. Und ich hoffe, das wirkt sich dann positiv auf unsere Schusssicherheit aus. So, letzte Frage. Dann haben wir es fast geschafft. Sie befinden sich an Bord eines Linienflugs, der in einer abgelegenen Berggegend abstürzt. Die Hälfte der Passagiere überlebt, glücklicherweise auch Sie selbst. Als große Führungspersönlichkeit trommeln Sie alle Überlebenden zusammen und verkünden, dass Sie ein Team anführen werden, das sich durch die Berge kämpfen und Hilfe holen wird. Machen Sie sich besonders um das leibliche Wohl Sorgen, deshalb erklären Sie sich zum Chefkoch und schicken ein Team los, das herausfinden soll, ob die kräftige, untersetzte Dame aus der ersten Klasse noch unter den Lebenden weilt. Und wenn ja, dann nicht mehr lange. Trommeln Sie alle Überlebenden um das Wrack zusammen und zünden das restliche Kerosin an. Während das Feuer an Intensität gewinnt, schreien Sie immer wieder: Warum sollen wir das Ganze unnötig in die Länge ziehen? Oder machen Sie sich auf die Suche nach dem Getränkewagen mit Bier und Whisky. Sie organisieren ein letztes großes Besäufnis, bevor jeder einzelne von Ihnen den Erfrierungstod stirbt. Nein, natürlich machen wir Nummer 1. So, haben Sie all die Fragen nach bestem Gewissen und Wissen beantwortet? Natürlich. Dankeschön. Die Auswertungen kriegen wir dann irgendwann später per E-Mail. Und unsere Eigenschaften können wir jetzt selber wählen. So. Durchschnitt ist 55, Maximum ist 100 und ein Minimum für Eigentum ist 35. Haben Sie weniger Punkte, dann können Sie auch die einfachsten Dinge nicht schaffen, wie zum Beispiel auf diese Website zu gehen. Ja, ein bisschen talentiert geht einfach nicht. So, ich habe nie was mit Sprengstoff zu tun und auch nie was mit Technik. Dafür habe ich meine Fritzen, die nachher mitkommen. Allerdings ist das alles ganz wichtig. Weisheit auch. Kraft, naja, ich bin eine Frau und ich habe dafür nachher meinen Muskelprotz. Also das, ist allerdings auch, wirkt sich, glaube ich, darauf aus, wie viel ihr tragen könnt. Aber ich will ja auch nicht so viel tragen müssen. Führungsqualität auch immer eigentlich ein bisschen wichtig. Nachher könnt ihr sonst, also bestimmte Leute kommen bei euch nur mit, wenn ihr bestimmte Führungsqualität habt. Oh, Treffsicherheit wollte ich eigentlich noch ziemlich hoch pushen. Medizin brauche ich auch nicht unbedingt viel. Das sieht doch gut aus. Ah, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen hiervon noch weg. Die Sachen könnt ihr auch steigern durch Training. Also Weisheit ist schon immer sehr wichtig. Denn Weisheit entscheidet darüber, wie schnell ihr lernen könnt. Deshalb ist das eigentlich mit am wichtigsten, weil ich meine, die anderen Sachen könnt ihr alle mit steigern. Und umso mehr Weisheit, umso schneller könnt ihr die dann steigern. So. Wir haben jetzt noch 5 Punkte. Vielleicht geben wir die doch noch auf Kraft. Zwar unterdurchschnittlich, aber macht ja nichts. Geben Sie Angaben das Bild wieder, dass ihr, ja, das habe ich selbst von mir, genau. Tun wir uns noch Porträt aus. Nein, nein, nein. Vielleicht die. Sie sind hier. So, und eine Stimme. Jetzt wird's lustig. Es gibt Ärger. Okay, quetschen wir die Partikel aus. Sie sind hier. Jetzt wird's lustig. Es gibt Ärger. Ja, das klingt schon mal gut. Und dann sind wir fertig. Ach genau, wir müssen einmalig 3.000 Dollar dafür bezahlen, das nicht schlimm ist, da wir ja keine anderen Kosten für diese Einheit haben. So.
Und ich denke, damit beenden wir jetzt sozusagen den ersten Einleitungspart. Beim nächsten Mal schauen wir mal, welche Söldner uns zur Verfügung stehen. Ich hoffe, meine Standardsöldner sind mit dabei und nicht am Anfang schon verstorben oder gerade im Dienst. Das wäre echt nervig. Genau, dann heuern wir unsere Söldner an und fangen mit dem Spiel an sich an. Bis dahin, moin moin und macht's gut!